Hallo, liebe Wanderfreunde. Habt ihr es erkannt, wo ich bin? Jawohl. Einige werden es bestimmt erkannt haben. In Ernsten bin ich. Och, werden einige sagen, schon wieder in Ernsten. Wieder die alte Strecke. Aber nein, heute kommt eine ganz andere Strecke. Da wird mir jetzt schon Angst und Bange. Es geht durch die Teufelsschlucht. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich das auch wage. Ich schlottere vor Angst. Die Teufelsschlucht. Ja, aber schön ist sie auf jeden Fall. Ihr werdet sehen. Und dann, nach 10 Kilometern, werden wir hier wieder am Ausgangspunkt sein. Okay, so. Nochmal Ernsten. Da oben rechts, irgendwo von da oben, kommen wir dann zurück. Die Teufelsschlucht liegt in diese Richtung, da irgendwo im Wald. Ein düsterer Bau. Bedrohlich wirkt er. Und wenn man bedenkt, wohin uns der Weg heute führt, kann einem jetzt schon Angst und Bange werden. Nein, ich denke, das ist nur ein alter Bau. Kein schlimmes Vorzeichen. Jedenfalls hoffe ich, das ist kein Vorposten vom Fürsten Vlad Draculis. Ihr wisst, ich meine den Fehler. Dinosaurierpark, ja. Urwaldtiere gibt es hier. Da wird einem jetzt schon Angst und Bange. Gott sei Dank hat er zu. Es lohnt sich, ihn zu besuchen. Jetzt mal im Ernst. Ich scheine nicht der Einzige zu sein, den es an die frische Luft treibt. Hier haben wir nochmal Ernsten. Da hinten ist der Felsenweg, den ich ja auch schon gefilmt habe. Und da geht es ja noch zu den Schweineställen, das haben wir ja alles schon gesehen. Ja, wir sind jetzt gleich am Dino-Park. Da gehen wir natürlich nicht rein. Viel zu gefährlich. Nein, wir gehen weiter. Zur Teufelsschlucht. Ja. Jurassic Park lässt grüßen. So, wir verlassen allmählich die Zivilisation. Kann es immer noch nicht gut aussprechen. Wir haben jetzt keine Teerstraße mehr. Nur noch so eine Art Trampelfahrt. Durch den dunklen Wald. Knorrig, kahl und abgestorben wirkt es hier. Als ob es hier kein Leben mehr gäbe. Kein Vogelgesang ist zu hören. Oder das Rascheln einer braunen Maus. Wo seid ihr bloß geblieben? Hoffentlich ist das kein böses Omen.
Die ersten Titanen. Ein friedlicher Dinosaurier. Aber da, ein fleischfressender Tyranno wird es wohl sein. Wie gruselig. Geratosaurus. Er jagte pflanzenfressende Saurier. Wenn der zuschnappen würde, dann wäre er fast nichts mehr. Und hier, der friedliebende Dino, er mag ja nur Pflanzen und Blätter. Ja, du bist ein Lieber. Groß bist du aber. Ja. Schön. Es war besser schnell weg hier, bevor die wieder lebendig werden. So. 800 Meter noch bis zur Teufelsschlucht. Dann wird es wieder gruselig. Oh, wir müssen uns zusammenreißen. Oh Mama, hol den Hammer. Denn das Biest ist wieder da. Oh Mama, hol den Hammer. Denn das Biest ist wieder da. Ja, hol den Hammer. Was für ein herrlicher Wald. Ah, was für herrliches Licht. Wie alt die wohl sein mögen. Und so hoch. Das sieht man auch selten. Eine Hütte da hinten. Vielleicht wohnt da Trapper John. Ja, das ist herrlich, durch so einen Wald zu wandern. Der Weg ist auch noch ziemlich gut. Und es ist ruhig hier. Auch der Februar hat seine Reize, das muss man sagen. Nein, Trapper John wohnt nicht hier. Es ist hier auch nicht die Villa Bärenfett von Old Shatterhand. Die ist ja in Radebeul. Nein, das ist das Besucherzentrum hier. Besucherzentrum Teufelsschlucht. Wir müssen jetzt hier links runter. Wir nähern uns allmählich dem grausigen Ort. Thank you.
So, wir haben den Eingang zum Höllenschlund erreicht. Hier geht's jetzt steil ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Ausgeburten der Hölle kommen nach vorn. Ich will nach Hause. Holt mich schnell hier raus, schnell. Hier müssen wir durch diese enge Spalte. Dunkel, schaurig, Schreie. Hier geht's jetzt weiter an der Felswand entlang. Ist das schön. Und hier rechts haben wir Licht. Da hinten ist sogar ein Ort, das ist Irrl. Ja, weiter geht's. Noch sind wir durch die Teufelsschlucht nicht durch, noch lange nicht. Auf geht's. Nochmal ein Blick zurück. Und hier geht's jetzt wieder runter. Weiter geht's hier an den Felsen entlang. Aber der Weg scheint hier etwas besser zu sein. Im Augenblick warten wir es ab, wie es weiterhin wird.
Da seht ihr's, liebe Freunde. Zerberus, der dreiköpfige Höllenhund, hat mich am Eingang zur Teufelsschlucht verpasst. So ein Pech auch. Vielleicht war er gerade austreten, als ich den Schlund betreten habe. Oder er hat einfach gepennt. Also ich denke mal, nicht einmal Charon, der Unterweltdämon, kann sich auf ihn verlassen. So ein Pech auch für ihn. Aber Vorsicht, es kommen noch einige heikle Stellen, die für mich gefährlich werden könnten. Also, nicht zu laut. Vorsicht. Wieder so ein herrliches Grün hier. Was jetzt um diese Jahreszeit so richtig schön zur Geltung kommt. Hier geht es jetzt wieder runter. Zur Bank. Aber zum Ausruhen ist es noch zu früh. Außerdem, wenn mich hier die Ausgeburten der Hölle finden, dann gute Nacht. Dann ist es aus mit der Filmerei, mit der Wanderei. Ja, liebe Wanderfreunde. Ich denke, um diesen Trail zu begehen, sollte man echt starke Nerven haben und sich zusammenreißen. Oh ja, also nichts für Erdheimchen, gell? Oh, da hinten haben wir doch Irre. Wir sind jetzt wieder ziemlich weit oben. Das bleibt aber nicht so. Es ist ziemlich holprig hier, noch holpriger als am Fährschweiler Plateau, der Felsenweg. Und der hatte er schon ganz schön in sich gehabt. Man muss aufpassen, wo man hintritt. Hier ein Stein, da ein Stein. So, hier geht es ja noch schon wieder runter. Ja, und schon wieder geht es ein bisschen hoch. Und da sind wir gekommen. Was ging denn da unten lang? Wieder ein bisschen runter. Hier hoch. Und jetzt sind wir hier. Oh, herrliche Gegend hier. Ja, wieder so ein imposanter Felsen. Das könnte vielleicht der Affenkopf sein. Da haben wir also Namen. Ich bin mir aber nicht sicher. Puh, man kommt schon ins Schwitzen. Ist auch gar nicht so kalt heute. Die Sonne lacht. Ja, besser geht's nicht. Diese Tour war auch für heute gar nicht geplant. Aber heute Morgen sah es so schön aus draußen. Da dachte ich mir, jetzt machst du das. Ja, und ich glaube, es war auch ein guter Einfall. So, wieder abwärts. So, hier haben wir einen schönen Aussichtspunkt. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Vor uns haben wir Irre. Das ist
hinten könnte auch schon die Mecklerhöhe sein, da wo die Windräder sind. Also mein Zuhause. Ein kleiner Übergang für die Verweichlichten, die das Wasser scheuen. Und es geht jetzt hier wieder weiter in einen neuen Schlund hinein. Für euch etwas zur Information. Hier am Ferschweiler Plateau zeigt sich, wie ihr seht, die ganze Schaffenskraft der Natur. Gewaltige Felsblöcke türmen sich hier an den Berghängen übereinander und bizarr anmutende Sandsteintürme ragen hoch in die Höhe. Ja, entstanden ist die Teufelsschlucht am Ende der letzten Eiszeit durch Frostsprengung und das war vor circa 12.000 Jahren. Die schaurige Felsspalte, die ich mit hoch erhobenen Hauptes mutig durchschritten habe, war eine direkte Folge dieser Felsstürze und auch viele weitere Steine in der Gegend zeugen von den Felsbewegungen in der Eiszeit. Hier sind wir erstmal aus dem Höllenschlund heraus. Hier ist es ein bisschen eben. Kann man ein bisschen verschnaufen. Und die Sonne ist da und lacht einen an. Ja. Für den Menschen wird es ja heute im Großen und Ganzen schon recht bequem gemacht, damit er noch bequemer wird und noch bequemer und noch verweichlichter. Ob das gut ist auf Dauer, das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Wieder haben wir hier so eine markante Stelle. Hier geht es dann wieder steil runter. Ja. Packen wir es an. Und da bin ich gekommen. Es ist immer noch sehr holprig hier. Ist auch sehr nass, hat auch immer tagelang geregnet. Hin und wieder haben wir dann mal gutes Wetter. Aber vielleicht sollten wir auch froh sein, dass wir jetzt so viel Wasser bekommen haben. Die letzten Jahre, das war ja nichts. Gerade im Frühjahr war es ja immer so wochenlang trocken. Ich hoffe, dass das dieses Jahr der Natur insgesamt gut tut. Eine Bank, die ja so toll liegt hier. Ja, die Bank hier, schön gelegen und einladend zugleich. Doch wer weiß, vielleicht eine Falle. Man kommt hier so schlecht weg. Die Kreaturen, vielleicht lauern sie hier noch und warten auf einen, der sich hier niederlässt. Jetzt
Wieder diese herrliche grüne Farbe her. Ihr seht, liebe Freunde, ist man oben angekommen, sind gleich Menschen da. Hier im Licht lauert keine Gefahr. Aber wahrscheinlich führt mich dieser Teufelspfad nochmal nach unten in die Finsternis. Da wird mir jetzt schon ganz schön mulmig. Die Felsbrocken hier, das sieht aus wie hingeschmissen. Wahrscheinlich hat der Riese Hellmann hier doch seine Steine aus seinen Holzschuhen geschüttet. So wie wir es früher gelernt haben in der Schule. Hellmann, ein nordischer Riese, der hier völlig unbekannt ist und doch so berühmt ist. In meinem Geburtsort, da wo ich herkomme, da gibt es die Hellmannshügel, Sandhügel, heute bewaldet, aber da hat er damals seine Holzschuhe, die voll mit Sand waren, ausgeschüttet. Zyklopische Felsen. Fehlt nur noch der Einäugige. Aber wenn ich auf diesen treffen sollte, dann heiße ich niemand. Ja, bei Homer könnt ihr es nachlesen, wie man sich gegen einen einäugigen Zyklopen wehrt. Dort ist das Wort Niemand das Schlüsselwort. In seiner Odyssee steht's geschrieben. Ja, ja. Was heißt? Gehen Sie ruhig. Ja, durch das Nadelöhr ging es eben durch. Hier haben wir wieder so eine steile Felswand. Schon sehr imposant. Aber ich muss auch schwitzen. Hoch und runter über Stock und Stein. Ja. Aber das macht den Reiz auch aus, gerade das. Nach jedem Hügel wird man immer belohnt. So wie hier, wenn wir da gleich oben sind. Guckt euch das an, von da bin ich gekommen. So schön wie es hier ist, ja, aber so unwirklich wird es hier. Es ist was los. Mein Magen, er fühlt sich so flauern. Und meine Nackenhaare, sie stehen zu Berge. Wenn das kein schlechtes Zeichen ist, am besten zügig weiter, so schnell wie es geht. Was ist bloß los? Ich ahne Schlimmes. Wieder kommt was Gräuliches auf mich zu. Oh, oh. Herz. Es klappert wie ein Pferdefuß. Das hält es nicht aus. Oh mein Gott. Schon wieder so ein Höllenloch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da durchzukrauchen, das halten meine Nerven nicht aus. Aber ich muss. Es gibt kein Zurück. Was ist das? Oh Gott, Zeberos, der Höllenhund. Ich bin verloren. Weiter.
kann die Rettung sein. Ja, es ist die Rettung. Ich bin gleich oben. Raus aus den Felsen. Es ist geschafft. Da seht ihr es, liebe Freunde. Plutos Unterwelt konnte mir nichts anhaben. Er kann mich mal. Ja, da müssen ganz andere Geschütze aufgefahren werden. Ho, ho, ho. So, der Höllentrip ist zu Ende. Jetzt will ich fröhlich sein. Das Müllers Lust, das London, das muss ein schlechter Müller sein, denn niemals fiel das Wandern ein, das Wandern. Oh, wie gräulich. Der Horror nimmt kein Ende. Ja, vom Felsen sind wir weg. Wir sind jetzt hier oben auf dem Ferschweiler Plateau. Ich glaube, das gehört noch dazu hier. Wir sind gleich aus dem Wald raus. Das geht dann so langsam Richtung Ernzen weiter. Ah, mir fehlt wieder die Bank. Ich habe Hunger. Vielleicht kommt ja noch was. Hab natürlich was mitgenommen. War eben noch im Supermarkt. Käsewürfel. Und Brezel, 2 Stück. Das müsste eigentlich reichen. Ja, ich hoffe, dass ich gleich eine Sitzgelegenheit finde. Immer noch keine Bank, wo ich denke, ein Baumstamm oder sowas wird es auch tun. Oder auch ein Baumstumpf. Irgendwas wird sich finden. Wanderung alles gut und schön, macht aber auch hungrig und durstig. Naja, wir müssen bei Kräften bleiben. Ich glaube, wir müssen jetzt in der Nähe von Ferschweiler sein. Das ist ein Nachbarort von Ernzen. Auch nur, ihr wisst schon, ein ganz kleiner. Wo es nichts gibt und wo man nur wohnt. So, ich bin jetzt ein Stück Straße gegangen und es geht jetzt hier weiter. Direkt in die Sonne rein. 2,5 Kilometer noch. Da hinten ist Ernzen. Mal eins vorweg, liebe Freunde. Auf dieser Tour stockte einem schon der Atem. Das Grauen der Eifel lehrte einen das Fürchten. Aber dennoch, in der Teufelsschlucht bzw. auf den Teufelspfad lässt die Schönheit der Natur es an nichts fehlen. Also, seid tapfer, ihr Leute, die ihr diesen Weg beschreitet. Der Mut wird euch belohnen. Auch wenn euch hin und wieder das Grauen übermannt. Den Tapferen gebührt der Sieg und den gönne ich euch allemal, ja. Ernzen in Sicht und immer noch keine Bank. Oje, oje, ich hoffe, das ändert sich noch. Da vorne scheint irgendwas zu sein. Vielleicht täuscht es auch. Naja, mal gucken. Irgendwas muss es doch geben, wo man sich hinsetzen kann. Ein schöner alter Baum im Winterschlaf. Weiterhin so mild bleibt, wird das erste Grün im nächsten Monat schon zu sehen sein. Es
viel zu warm um diese Jahreszeit. Waren wir jetzt denn erst diesen Sommer? Muss man sich da fragen. So, im Ernst? Ich hatte keine vernünftige Sitzgelegenheit gefunden. Ja, aber ich weiß, wo ich mich ausbreiten werde. Und zwar am römischen Weihedenkmal. Da ist eine Bank, das weiß ich. Zur Not kann ich ja auch noch auf dem Opferaltar meine Essenssachen ausbreiten. Aber opfern tue ich dem Maß nicht. Ich ziehe ja nicht in den Krieg. Für gute Ernte würde ich es schon machen. Dafür ist er ja auch zuständig. Ja, mal sehen. Aber ich glaube, da ist eine Bank. Und da werde ich es mir bequem machen. Ja, letztes Mal bin ich durch den Felsen durchgegangen, bin ich da rausgekommen. Ich bin dann hier auch weitergegangen. Da musst du gleich das Weihedenkmal kommen. Geradeaus geht es dann weiter zur Kirche und dahinter ist dann noch der Parkplatz, wo mein Auto steht. Aber erst muss ich mich stärken. Auch wenn der Weg schon, die Tour schon fast zu Ende ist. Egal. Ich habe es euch schon mal in einem Video erklärt, aber heute haben wir das Denkmal im schönsten Sonnenlicht. Wahnsinn. Eine schöne Bank haben wir hier auch. Also ich brauche den Mars oder Interabus, wie er hier hieß. Wie er hier im Keltischen hieß. Nicht zu stören. So. Ja, jetzt endlich mal was futtern. Also ran, Essen auf den Tisch. Und sich stärken nach all der vielen Aufregung. Ich denke, Interabus Mars wird das auch nicht stören. Ich lasse es mir jedenfalls schmecken. So, fertig mit Essen. Und es geht jetzt weiter. 500 Meter noch, dann sind wir am Auto. So, hier geht es dann weiter. Die Sonne geht auch unter. Scheint alles zu passen. Hier nochmal ein letzter schöner Blick in der untergehenden Sonne. Interabus. Ja. So, weiter geht's. Ja. Das ist ernst. Mit so viel Sehenswürdigkeiten. Wer hätte das gedacht? Ich find's schön. Jetzt geht's gleich erstmal Richtung Heimat. Heute Abend gibt's Spaghetti. Ist ja auch mal was Feines.
nicht. Und wir haben es gleich geschafft. Ja, liebe Wanderfreunde, gerade noch so geschafft. Es wird dunkel. Ich finde, die Tour war gar nicht mal so schlecht. Ja, wir in Ernsten halt. Und eins ist immer noch offen hier. Und das wird irgendwann im Frühjahr der Dino-Park sein. Jurassic Park lässt den grüßen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hoffe, dass dieses Video auch wieder gut wird, dass die Nebengeräusche nicht so stark sind und vor allen Dingen, dass das Video euch natürlich gefallen soll. Ich gebe mein Bestes. Ich bin so, wie ich bin. Bin ich perfekt. Hauptsache, es gefällt den einen oder anderen. Es macht einen Heidenspaß. Darauf kommt es ja auch drauf an. Ja. Ich denke mal, es ist alles gesagt zu diesem Film. Mal sehen, was als nächstes ansteht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das wird in Kürze bald folgen. Ich mache jetzt, soweit das Wetter mitspielt, werde ich versuchen, immer was zu machen. Ja, bis dann im Sommer natürlich die größeren Sachen kommen. Ja. Euch sage ich dann erstmal Tschüss, macht's gut und bleibt natürlich gesund. Ich hoffe, dass das mit Corona dieses Jahr ein bisschen besser wird. Trotzdem, bleibt gesund, Leute. Bleibt echt gesund und macht's gut. Bis dann. Tschüss.